Eins, das ist ein H. Zwei, ist da noch was dazwischen? Scheinen alle Fasern da zu sein. Es braucht alles seine Ordnung. Hier auf Game Inc. Tag, Leute! Willkommen zu Game Inks Weg vom Brett. Folge Nummer 2 mit unserer Alles haben wir nämlich gespielt Rubrik. Folge 2, es geht weiter. Wir haben letztes Mal die Xbox One und PS4 sowie ein paar PS3 Spiele durch. Wir haben insgesamt 62 Spiele mittlerweile. Und wir sind nur hier. Gut, ein paar zwischendrin. Aber wir machen weiter mit den Wii U-Titeln. Die Wii U habe ich mir damals geholt im Mediamarkt, als 19% Mehrwertsteuer weggefallen sind. Und da dachte ich mir, so günstig kommst du nicht so schnell dran. Und habe mir deswegen die Wii U zugelegt. Und wir fangen gleich mit dem ersten Spiel an, welches ich mir in der Special Edition mit einem Artbook, was nicht wirklich ein Artbook ist, weil es sind einfach nur Sprites schön angeordnet, nämlich der Super Mario Maker, das einzige Spiel, was in der gelben Verpackung kommt. Das ist nicht die richtige Verpackung, also klar ist schon, aber ich weiß gar nicht, ob die auch so verkauft wurde, wenn es nicht die Special Edition ist. Der Mario Maker. So, den muss ich wahrscheinlich auseinanderschreiben. Yes. Mario Maker. Und das Spielprinzip haben manche andere Modder schon vor Jahren herausgefunden. Man kann eigene Level erstellen. Man hatte die ganzen Vorläufer von Super Mario World bis zu dem ganz neuen New Super Mario Bros. Wii. Nee, heißt es Wii? Und so hat man alles da und kann da ganz viel machen. Ich muss es natürlich haben, weil ich auch Bock hatte darauf. Hab's leider noch nicht so wahnsinnig weit gespielt, wie es das eigentlich verdient hätte. Und ja, so viel kann ich dazu sagen. Es lohnt sich auf jeden Fall für jeden, der Bock hat auf Jump'n'Run, Mario, einfach nur durch und durch. Kommen wir nun zum nächsten Spiel auf der Wii U. Das ist Super Mario 3D World. Das habe ich erst vor kurzem mir mal zugelegt. Und es macht richtig Laune. Es ist nicht so sonderlich schwierig. Ich finde die 3D World Sachen auch auf dem 3D, auf dem DS auch nicht so schwierig. Das Super 3D Land. Beide werde ich jetzt schon mal adden. Zack. Zack, das ist das Schöne an den ganzen Wii-Spielen. Die sind häufig exklusiv. Dann habe ich mir in der Special Edition, beziehungsweise in der Double Edition, Bayonetta 2 bzw. Bayonetta 1. Das packen wir doch mal hier zusammen. Bayonetta habe ich schon damals auf der Xbox 360 gespielt und ist ein absolutes Feuerwerk im Hack'n'Slash. Timing ohne Ende ist da gefragt und ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, wer auf den Look steht, wer Bock hat, riesige Monster auf coolste Art und Weise, nicht martialischste, aber coolste Art und Weise zu erledigen. Mit dem zweiten Teil ist auch ein Zwei-Spieler-Koop-Modus dazugekommen, der wirklich sehr gelungen ist, weil es ist zum einen eine gesunde Mischung aus, wir spielen zusammen, wir müssen dieses Level zusammen schaffen, aber ich möchte besser sein wie du. Finde ich eine sehr interessante Sache, kurz zur näheren Erklärung, damit man es versteht. Man kämpft in einer Arena, muss alle Gegner besiegen, die teilweise sehr hart sind. Aber wenn einer von beiden stirbt, ist das Ding gelaufen und man bekommt kein Geld, welches man vorher einsetzt. Je mehr Geld man einsetzt, desto schwieriger ist es. Dafür bekommt man auch umso mehr Geld wieder zurück, was ziemlich geil ist, wie ich finde. Gut, kann man nur empfehlen. Yoshi's Woolly World ist auch ein Spiel, das ich sehr schön finde wegen der Optik. Ich mag dieses handgenähte, auch was Kirby
und das magische Garn ist. Ich mag diese Stoffoptik sehr. Und sie haben sich Nintendo-typisch coole Sachen da ausgedacht. Und es ist einfach ein schönes, gelungenes Spiel, vor allem im Koop. Macht es eine Menge Spaß, kann man nur empfehlen. Ich habe Yoshi. Yoshi ist es natürlich, ne? So, jetzt bin ich hier schon bei Kirby. Nehmen wir doch das gleich. Und der Regenbogenpinsel. Ist auch ein sehr schönes, nettes Spiel. Wobei ich die Steuerung finde ich ein bisschen ungewohnt, da man ihn ja nicht direkt steuert. Man kann es auch kooperativ spielen, was total witzig ist, aber auch sehr, sehr verwirrend sein kann, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt. Kirby und das epische Yarn kam natürlich, kam es auch für die Wii U raus, ich habe es aber für die Wii da. Auch wieder super Optik, super geile Levels, macht richtig Spaß, wird auch echt heftig, da dann alles 100% zu schaffen, ähnlich wie bei Yoshi, was sehr seicht anfängt, aber dann echt knackig wird. Man kriegt die Level zwar durch, aber auf 100% ist schwierig. Der findet Yoshi nicht. Wieso finden wir Yoshis Woolly World nicht? Weil ich es mit CH geschrieben habe. So, Yoshi ohne CH. Wo ist Woolly's World? Woolly's World. Add to Library. Super. Ich glaube, mit dem Vitaliklern kommen wir ein bisschen schneller und fluxer durch. Dann Rayman Legends. Sollte man auf jeden Fall diese Version auf der Wii U spielen, da man einfach dieses Touchpad hat, wo die anderen... Es gibt so spezielle Level, wo man direkt draufklicken muss, um das Level zu beeinflussen. Und das funktioniert da deutlich besser, wie wenn man einen Cursor hin und her muss. Macht auf jeden Fall einen Heidenspaß und kann ich nur empfehlen. Vor allem die Charaktere, die man noch freischalten kann, diese sind das Amazon, finde ich sehr geil. Dazu kommt auch noch Rayman Origins, welches ich... Wo habe ich denn das? Habe ich das wahrscheinlich auf Xbox damals noch. Wir gucken schnell durch. Schreibt, wenn ihr seht. Bin ich mir jetzt nämlich gerade nicht sicher. Das ist halt natürlich ein Titel, der auf mehreren Plattformen rausgekommen ist. Wo haben wir es dann? Oder war das doch? Ne, wir haben das zu viert gespielt. Haven't we? Jetzt weiß ich natürlich auch nicht, ob das ein buntes Rückcover hat oder ob das weiß ist. Tja, dann müssen wir dorthin kommen, wenn wir soweit sind. Dann kommt jetzt aber Rayman Legends und natürlich habe ich auch noch Rayman hier unten bei der PS1, damit habe ich angefangen, habe ich mal im Aldi geholt und das finde ich ja auch nicht schlecht gewesen, weil da hatte ich noch nicht so viele Spiele und dadurch auch das eine, was ich hatte, sehr oft gespielt. Es ist ein Jump'n'Run Klassiker, wie ich finde, hat aber auch seine Schwierigkeiten. Das ist nicht das Einfachste. Wo ist es denn? Rayman 2 war das. The Great Escape, welches sehr schön ist für die PS1, kam auch für den 3DS, für die Vita, PS3, Portable, PS2, Game Boy Color, wurde auf jeden Fall, und da drankommen möchte, sehr oft portiert. Und jetzt, Super Smash Bros. Habe ich mittlerweile auch zwei Teile von. Habe ich früher immer beim Kollegen gespielt, der mich natürlich nur fertig gemacht hat mit seinem Pikachu, weil der es einfach konnte. Und wer die ganz alten, damals noch G-Zone-Folgen sich anguckt, war einer unter den ersten 20, haben wir dieses Super Smash Bros. Brawl, welches ich mir letzte Woche erst zugelegt habe, beziehungsweise wenn es ausgestrahlt wird, vor 4 Wochen. Und das ist eigentlich auch ganz witzig. Super Smash. Das sollte lang. Das würde lang, das langt auch. Deswegen Super Smash Bros. Für die Wii U. Ich finde den Titel ein bisschen ungeeignet, aber okay.
Man kann auch Crossplay spielen, online mit Nintendo DS und der Wii U. Wobei ich sagen muss, ich habe die Demo auf der 3DS gespielt und ich bin damit ehrlich gesagt nicht zurechtgekommen. Fand ich nicht so geil. Jetzt noch ein Destiny-Klon. Wir hatten letztes Mal ja schon, wie heißt es, Dragon Quest Heroes. Jetzt kommt Hyrule Warriors. Ein Destiny-Warrior-Klon. Ne, nicht Klon, ist ja von den Machern. Diesmal aber im Zelda-Gewand und ich finde, dieses steht ihm ganz besonders gut, weil es wirklich ordentlich Features mit sich bringt durch das Universum, was sich anbietet für diese Art und Weise. Auch wenn es mit dem normalen Kampfsystem in jedem anderen Zelda nichts zu tun hat. So, apropos Zelda. Nämlich, wir haben auch ein paar Zelda-Titel, mit denen ich natürlich auch erst später eingestiegen bin. Ich war nie so das Nintendo-Kind, habe ich erst jetzt alles nachgeholt. Und was haben wir denn da? Das Twilight Princess HD Remake kommt bald. Ich habe den Originalteil vor einem Jahr oder so durchgespielt. Wir haben auch noch A Link Between Worlds für den 3DS. Auch ein sehr schönes Spiel. Wir haben Ocarina of Time 3D Edition. Wobei ich sagen muss, da versage ich auf ganzer Linie und Rafaels nicht, wo ich hin muss. Das ist so ähnlich wie auch bei Majora's Mask. War das hier? Habe ich mir für die Virtual Console geholt. Und da versage ich sogar noch mehr. Wo ich nicht so versage, ist bei Wind Waker. Da gibt es aber eine HD-Edition. Oder gibt es die nicht? Wind Waker, Add to Library, Remove from Library. Nee, ich will ja die Wii U-Version von Wind Waker. Naja, Twilight Princess kann ich nur empfehlen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil die Optik sehr geil ist. So, habe ich auf der Wii gespielt, gab es auch damals für den Gamecube, war so ein Übergangstitel, den Originalteil habe ich nicht, aber sowas wie A Link to the Past habe ich auch auf der Konsole, zack, auch auf der Wii U habe ich den, das ist sehr schön, A Link to the Past, was haben wir noch, gehe ich mal durch, dass ich nichts übersehe, Minish Cap, auf dem Game Boy Advance. Ein sehr schönes Spiel. Game Boy Advance. Kann ich auch nur empfehlen. Oracle of Seasons. Tja, ich glaube, ich habe Ages. Ich habe Ages, Oracle of Ages. Hier, das blaue Cover. Was ein ziemlich spezielles ist. Weil es nicht so viel mit der Hauptgeschichte zu tun hat. Aber kann ich nur empfehlen. Dann natürlich Skyward Sword. Welches ich sehr geil finde, wegen der Schlagmechanik und dem Schild, was man dann hin und her wechseln muss. Das gefällt mir echt gut. Jetzt gucke ich aber mal. Wind Waker ist da nicht noch gesondert drauf. So wie ich das sehe. Oder habe ich das schon irgendwie übersprungen? Da, Wind Waker HD habe ich übersprungen. So, zack, habe ich das schon drin? Nein, doch. Gut, A Link Between Worlds, auch schön, habe ich sogar den DS, habe ich jetzt gerade nicht zur Hand, sogar im Link Between Worlds Look. Gefällt mir sehr gut, mag ich. Was ich auch mag, ist unser nächstes Spiel. Ein reiner, naja, nicht reiner, hat ja auch eine Singleplayer-Kampagne, ist Splatoon. Ein wunderschönes, abwechslungsreiches Third-Person-Shooter, Teamspiel für die Wii U. Finde ich richtig gelungen. Macht richtig viel Spaß, sich da hoch zu leveln. Bin ich auch mal gar nicht so schlecht drin. Und hat einen schönen Ansatz, weil es ist nicht so auf Gewalt. Die Leute zerplatzen zwar, aber auf eine Art und Weise, wie es kinderfreundlich ist.
Und der Art-Style ist sehr geil. Mag ich auf jeden Fall. Gut, was haben wir noch? Brawlham, Super Mario Galaxy. Super Mario Galaxy. Habe ich mir auch nachträglich natürlich geholt. Und ich habe den zweiten Teil. Man muss ja sagen, die Wii-Titel werden auch nicht deutlich günstiger, wenn es so Favorites sind und so Klassiker, die wirklich schon alt sind wie Galaxy, was ja 7-8 Jahre alt ist mittlerweile. Die kosten immer noch ihre 25-30 Euro. Was ich aber auch nicht schlecht finde, weil das zeigt eigentlich, dass es nicht so Wegwerfware ist. Ja, auf den Grabbeltisch kommen die nicht. Machen wir weiter mit einem Spiel, wo ich das umgedreht habe, weil ich das Incover sehr viel geiler finde. Xenoblade. Das ist Chronicles. Finde ich sehr, sehr schönes Artdesign. Und die sind ja, ich lege das mal kurz weg, die Sachen sind ja weiß und man sieht es gar nicht. Und warum machen sie dieses wunderschöne Cover, was man nie sieht, wenn man das nicht mal rausholt? Finde ich sehr schade. Habe ich mir im Kaufland vor nicht allzu langer Zeit für 20 Euro geholt. Wenn ich das mittlerweile irgendwo auf Amazon sehe, kostet das bis zu 80 Euro hoch. Oder ab 80 Euro. Das ist richtig teuer geworden. Gibt es auch die Neuauflage für den 3DS. Die ist aber irgendwie in den Grabbelkisten Ladenhüter geworden. Weiß ich nicht warum. Weil das Spiel taugt auf jeden Fall. Und ich freue mich auch sehr auf den Nachfolger Xenoblade Chronicles X, der aber noch ziemlich teuer ist. Dennoch werde ich mir den auf meine Wunschliste packen. Das kann ich nämlich mit dieser wunderschönen App auch. Das finde ich nämlich sehr geil. Weil ich vergesse gerne mal Titel und verliere die dann aus den Augen. Was ich nicht aus den Augen verliere, ist Super Paper Mario. Super Paper Mario ist nicht so ein Rollenspiel wie noch nur Paper Mario auf dem N64. Gefällt dadurch manchmal mehr, manchmal weniger. Ich mag es, weil man kann die Welt jetzt ins 3D drehen und Geheimnisse aufdecken. Super Paper. Das ist lang. Und es ist mehr Jump'n'Run und das finde ich gut. Super Paper Mario. Nur die Geschichte ist wahnsinnig nervig. Gefällt mir nicht so. Jetzt. Twilight Princess haben wir. Conduit 2. Conduit habe ich früher auch bei besagtem Freund häufig gesehen und ist einer der wenigen Ego-Shooter auf der Wii. Conduit. Und funktioniert ganz klassisch. Man zielt ein bisschen im Lightgun-Stil auf dem Bildschirm, aber hat sich leider nie sonderlich gehalten, der Titel. War aber davon Exklusivtitel. Noch ein Dynasty Warrior Clone ist nämlich, wo habe ich es denn gesehen? Samurai Warriors. Samurai Warriors. Und man merkt einfach, dass das ein Wii-Titel ist. Da lässt die Power nach. Das Spieldesign finde ich jetzt auch nicht so geil. Und welcher Teil ist es? Nummer 3. Aber hat bemüht sich, eine schöne Kampagne aufzubauen. Und vielleicht, wenn man dranbleibt, bietet dieses Spiel auch deutlich mehr. Add to Library. War auch ein Exklusivtitel, so wie ich das hier sehe. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Raving Rabbids Party Collection beinhaltet alle Raving Rabbids, die davor rauskamen für die Wii und für den GameCube, glaube ich. Und ich mag die Rabbids. Und finde das eigentlich ganz witzig. Macht, wenn man mal zusammenkommt, einen Abend Spaß. Ist jetzt aber nicht, was man unbedingt haben muss, kriegt man aber jetzt mittlerweile auch für günstig. Die Party Collection kostet 20 Euro oder so. Und ich finde, das ist ja auch wert, weil sie sehr viel Content und vor allem witzigen Content bietet. Gut. Resident Evil. Der Dark Side Chronicles. Habe ich mir, glaube ich, sogar mit der Lightgun dazu geholt. Und es ist wirklich kein Lightgun-Shooter, weil man muss wirklich zielen. Chronicles
Hoffentlich habe ich es richtig geschrieben. Ist recht schwierig zu spielen anfangs und muss sich da sehr reinfinden, vor allem mit der Steuerung rankommen. Gibt es aber auch für die PS3, vielleicht ist es da besser, wobei ich das fast nicht glaube, weil man sieht es halt eben Lightgun-Sicht. Leider nicht so geil wäre für die PS3, wenn das da Lightgun-Unterstützung hat, mit richtig drauf zielen, auf jeden Fall ein cooler Titel. Jetzt ein Titel, wo jetzt viele sagen werden, was, wie kannst du nur? Das ist nämlich Metroid. Other M. Und den habe ich noch nicht durchgespielt, bin aber kurz vorm Ende und finde da das ganze Kampfsystem, das ist ja alles so von den Ninja-Guiden-Machern, Ninja Theory. Und ich mag das Kampfsystem sehr. Ich mag es wirklich, wirklich sehr. Ich mag dieses von außen, dass man sie sieht, diese Mischung aus Third-Person-Ego-Shooter-Kampfsystem ausweichen, finde ich richtig cool. Und natürlich, die Geschichte ist ziemlich bescheuert, dass man sich unterwirft, dass man eigentlich alles kann, aber oh, du darfst es nicht benutzen, weil ich das sage. Das ist leider nicht so geil, aber was soll's. Mir gefällt das Spiel wirklich sehr und jetzt können wir auch mal die komplette Metroid-Serie abhandeln. Und da habe ich auch einige Titel. Federation Force, das habe ich nie gespielt, ich glaube, das ist ein DS-Titel gewesen. Ich habe nämlich noch The Zero Mission auf dem Game Boy Advance. Was sehr schön ist, was mir auch sehr viel Spaß macht. Und ich glaube, das ist das Remake des ersten Teils mit ein paar kleinen Anpassungen. Da natürlich Super Metroid. Eins der wohl besten Metroid-Spiele, die ich habe. Habe ich auf der Virtual Console, in dem Fall aber auf der Wii, glaube ich. Metroid Fusion, auch ein Game Boy Advance-Titel, den ich sehr empfehlen kann. Macht auf jeden Fall eine Menge Spaß und ist vor allem für Einsteiger echt eine gelungene Sache, weil man ein bisschen an der Hand genommen wird und gesagt, hey, geh hier hin, dann geh dahin. Also man muss nicht so viel rumsuchen, wird dann aber natürlich später auch knackiger und bietet auf jeden Fall eine Menge Spaß. Jetzt gibt es auch mittlerweile auf der Wii U endlich die Metroid Trilogy, was die ersten drei oder die drei Metroid Prime-Teile enthält. Welche ich auch für den GameCube besitze, habe ich mir nachträglich geholt und dann geärgert, dass es die gibt. Aber das ist gar nicht mehr so schlimm, denn es macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Und jetzt muss ich mal kurz gucken. Habe ich noch Metroid Prime? Metroid Prime Hunters habe ich nämlich noch für den GameCube. Nee, Hunters nicht. Zwei Echoes. Weil es ist ja erst mit dem dritten Teil auf die Wii gesprungen. Und für die ersten beiden haben sie das dann nochmal umgeändert und dann für die Wii die Trilogy herausgebracht. Das ist eine der wenigen Compilations, die man findet bei Nintendo. Ist aber eine sehr geile Sache. So, Legend of Zelda haben wir durch. Und Splatoon haben wir durch. Oh, fast vergessen. Project Zero. Maiden of the Black Water. Habe ich mir nicht vor allzu langer Zeit geholt und auch in einem Stück bis zur Hälfte fast, na, bis kurz vor der Hälfte durchgespielt, bis es dann echt anstrengend wurde mit den ganzen Geistern. Ist ein schönes Gruselspiel mit einer geilen Stimmung, die leider aber dann zu sehr ins Actionlastige geht, weil echt zu viele Geister kommen. Das erste Level ist, finde ich, das Beste. Viele sagen auch, es ist das Langweiligste. Aber ich finde so von den Momenten, oh, da läuft ein Geist, schnell die Kamera zücken und draufhalten, ist es wirklich gelungen. Und ich mag das ganze japanische Flair, was da übermittelt wird. Es ist, trotz dass wir es zu zweit im Dunkeln gespielt haben, kam die Stimmung perfekt rüber. So wie ich behaupte, dass sie sein soll. Nur es wird irgendwann sehr schwer und nervig, weil die Gegner viel aushalten. Und man sollte seine Kamera dann auch aufwerten. Nicht so wie ich, der das irgendwie vergessen hat. Ja, Project Zero. Da würde ich mir auch gern mal den zweiten Teil für die Wii holen, habe ich immer im Mediamarkt gesehen und jetzt, wo ich den mir geholt habe und gefixt bin, ausverkauft. Sehr, sehr schade. Es gibt sehr viele Spiele mit Project, merke ich gerade. Project Zero 2 für die Wii. Schreibt man das mit K? Nein. Project Zero. Der sagt mir jetzt nur die Wii Edition.
Gucken wir mal unter Fatal Frame. Was, glaube ich, der internationale oder so. Fatal Frame, Maiden of the Blackwater. Okay, Add to Library für die Wii U. Das passt. Und damit sind wir mit Wii U und Wii-Titeln fertig, wenn ich das so sehe. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal mit diesem gigantischen Batzen von PS3-Spielen, den Retail-Fassungen. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwas davon gespielt habt, schreibt mir irgendwas in die Kommentare. Ich würde mich freuen, es zu lesen, was ihr, ob ihr selber die Spiele habt, was ihr von einem jeweiligen Titel haltet oder so. Oder ob ihr vielleicht mal sehen wollt, ein Video dazu oder vielleicht sogar ein durchgenudelt. Wenn das viele Leute sehen wollen, mache ich das sehr gerne. Ich verabschiede mich bis hierhin und sage bis auf dann.